bis zu 260 Dollar pro Lead bekommen. Und das stornofrei und immer wieder. 10 Leads bedeutet schon 2600 Dollar. Und das Geniale ist, du kannst es immer wieder machen und sogar automatisch ablaufen lassen. Wie das funktioniert, was du brauchst, welche Plattform und, das werde ich dir ganz genau Schritt für Schritt in diesem Video zeigen. Und das Geniale ist, dass es dieses Unternehmen seit über 10 Jahren auf dem Markt gibt und 2019 haben sie über 100 Millionen Dollar an Provision ausbezahlt für genau so etwas, was ich dir hier zeigen werde. Und das ist genau das Geniale, das macht halt so viel Spaß, weil wenn du 260 Dollar pro Anfrage bekommst, das heißt wirklich nur Anfrage, kein Verkauf, sonstiges, sondern wirklich nur eine Anfrage, 260 Dollar bekommst, das ist halt schon sehr, sehr viel Geld. Und wenn 10 Anfragen pro Monat sind, nur 10 Anfragen pro Monat, dann sind es schon 2600 Dollar pro Monat mit diesem Modell. Dieses Unternehmen agiert in UK und Amerika. Ja, das heißt, diese zwei Staaten oder Länder sind für sie sehr, sehr interessant. Und hier, genau hier, bist du damit involviert und kannst damit entsprechend auch Geld verdienen. Aber lass uns mal direkt einsteigen. Hi, Servus, der Euer von Income Butler hier. Und wenn wir für online Geld verdienen und zwar das passives Einkommen, das ist, sollst du auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, bis benachrichtigt wirst. Dreimal die Woche richtig coole, spannende Tutorials, Möglichkeiten, Ideen, Strategien zum Thema Online-Geld verdienen gibt. Das Unternehmen, worüber wir heute sprechen, ist Leads Market. Leads Market ist sehr spannend aufgebaut. Es agiert, wie gesagt, als Vermittler, hat über 100 Millionen US-Dollar an Provisionen ausbezahlt und hat hier direkt 100 verschiedene Partner mit an die Hand bekommen oder hat an der Hand, die eben so Kredite vergeben. Das heißt, ja, es geht hier um Finanzen, es geht um Kredite, Kreditvergabe. Und wenn man eben eine Kreditanfrage stellt, bekommst du bis zu 260 US-Dollar ausbezahlt. Ja? So, und du siehst ja, die haben verschiedene Technologien hier mit dabei. Die suchen auch Best Pay-Per-Lead Affiliate Programm. Ja, die sind eines der besten Plattformen in diesem Segment, weil 260 Dollar pro Lead ist tatsächlich sehr, sehr hoch. So eine hohe Vergütung habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Du kannst hier ganz viele Sachen hier integrieren, so wie du es gerne möchtest. Wenn du jetzt einen Account erstellen möchtest, dann klickst auf den Link, den du unten drunter siehst, unter dem Video oder klickst hier auf die Seite und sagst auf einfach Sign Up. Wenn du hier auf Sign Up klickst, dann wirst du einige Sachen erstmal ausfüllen müssen. Dein First Name, Last Name, dann bekommst du eine E-Mail, musst bestätigen und es geht noch ein bisschen weiter. Das heißt, hier musst du mal deine Daten eintragen. Ganz normal, also wenn du dich auf so einer Plattform registrierst, dann musst du ein paar Daten eingeben. So, wenn wir nun ins Backend switchen, dann siehst du auch hier, ist dein Dashboard ziemlich sauber aufgebaut. Du wirst die ganzen Leads sehen, auch die ganzen Einnahmen, die reinkämen. Kannst filtern von wann bis wann. Ja, Perioden, kannst hier das Months machen, letzten 30 Tage und. Und du kannst hier sagen, hier Offers, es gibt drei verschiedene Offers. Es gibt etwas für US und Autos, da gibt es Payday Loans für UK und Payday Installment Loans für US. Das heißt also, sind kleine Mini-Kredite tatsächlich, die nicht wirklich groß sind, aber hier gibt es ziemlich viel Provision. Bei Amerika zwischen, also bis zu 260 Dollar, UK zwischen 1,30 Dollar und 118 Dollar pro Lead, beim Auto für US zwischen 2 und 20 Dollar auch hier. So, wenn du jetzt sagst, okay, pass auf, ich hätte gerne hier das US, dann gehst du auf Create Campaign und sagst, okay, ich gebe einen Kampagnennamen, zum Beispiel sagst du jetzt hier US 260 machen wir mal PPC oder sowas, ja, oder Social Media, kannst sagen SM, Social Media, dann kannst du hier Social Media draufklicken, Create Campaign und dann hast du schon hier die ganzen Landing Pages. So, hier siehst du verschiedene Landing Pages von verschiedenen Anbietern und ja, was siehst du da? Du siehst hier verschiedene Landingpages, sind unterschiedlich aufgebaut. Manche sind ziemlich ähnlich aufgebaut. Du kannst auf hier Preview klicken. Dann siehst du, wie das Ganze aussieht. Dann siehst du hier, wie es aussieht. Und auch hier kommt dann so eine Umfrage, sag ich mal. Was brauchst du oder wie brauchst du denn? Sagst du, okay, ich brauche zum Beispiel zwischen 1000 und 2500 Dollar. Dann, wie gut ist dein Credit Score? Hier ist natürlich sehr wichtig, dass sie einen guten Kredit Score haben. Ja, das ist ganz normal wie bei Schufa. Dann sagst du, okay, für was brauchst du das Ganze? Ja, und weiter. Gibst ein E-Mail das ein und schon geht's weiter. So, ist eine coole Landingpage, gut aufgebaut, sehr clean.
Die schauen eigentlich dann alle ziemlich ähnlich aus. Ja, können wir mal hier draufklicken nochmal. Und du siehst auch hier, die sind alle ziemlich ähnlich. Es ist nur immer ein anderer Domain. Ja, Anycash, No Personal Loan. Also die haben mehrere Domains hier gesichert. Die schaut ein bisschen anders aus hier. Kannst du auch anschauen. Die sind alle mobil optimiert. Das heißt, auch auf mobil funktioniert das richtig gut. Also ziemlich clean, ziemlich einfach. Sehr gut Aufbau, sehr schön. Und ja, damit könntest du, also du könntest einen sowas nehmen und dann ab damit. Ja, damit kannst du schon das Ganze bewerben in Social Media etc. Oder wenn du auf deiner Webseite platzierst, natürlich am besten. Ja, du kannst hier auch Web-Templates kannst du verwenden. Also brauchst du nicht mal sowas. Du kannst ja hier wirklich runterladen. Wenn du es runterlädst, ist es auch wirklich runtergeladen. Sagst, okay, welche Domain-Name, damit es auf deiner Domain platziert wird. Wenn es auf der Domain platziert, du kannst es auch integrieren, es wird auch zugeordnet. Du kannst auch WordPress Themes runterladen, auch ziemlich cool. Du kannst hier auch deine Domain eingeben und kannst das hier direkt auf WordPress installieren. Also ziemlich, ziemlich cool. Das heißt, es wird wirklich sehr viel abgenommen. Und ja, du siehst sogar das Unternehmen, wie gesagt, 12 Jahren. So, hier seit 12 Jahren gibt es das Unternehmen schon. Und gibt es auch sogar E-Mail-Templates, kannst du auch verwenden. Es gibt verschiedene Creatives, die du verwenden kannst. Ja, so ein Banner zum Beispiel, verschiedenen Ausrichtungen, auch das kannst du verwenden, auch für eventuell auch Werbung schalten, auch für Forms, Formulare gibt es hier auch, okay, jetzt gerade aktuell wohl keine verfügbar, aber in der Regel ist eh besser, wenn man, ah doch, da sind sie ja schon, perfekt, das heißt auch hier sind die Formulare, die du verwenden könntest, sehen auch eigentlich ganz cool aus, ziemlich easy, auch sehr schön mobil optimiert, das heißt geht auch sehr gut mobil. Ja, also ohne das ganze andere Schnickschnack, sondern wirklich nur das Formular. Kannst du bei dir auf die Webseite integrieren. Und gerade wenn du eine Webseite hast, die natürlich im englischsprachigen Raum aktiv ist, da macht es natürlich umso mehr Spaß. So, und dann siehst du auch ganz genau, wie sind deine Earnings die ganze Zeit, ja. Ich kann so ein Conversion Pixel auch noch installieren, das ist jetzt alles sauber getrackt. Und damit kannst du entsprechend auch Geld verdienen. Hier kannst du Reports ziehen, hier sind verschiedene Referrals, du kannst hier den Referrals reintun, bekommst auch für jeden, der das sich unter dir anmeldet, praktisch nochmal 3%, was der verdient, also auch ganz nett, finde ich vollkommen fair, ist jetzt auch nicht so viel, aber ist okay, aber kann man halt mit leben. Super Support gibt es auch, also der ist echt schnell in der Regel, klar, am Wochenende ist es ein bisschen langsam vielleicht, aber trotzdem sind die in der Regel sehr, sehr schnell und antworten innerhalb von kurzer Zeit. Von daher, das ist eine ziemlich coole Möglichkeit, wie du dann entsprechend auch deine Seite, gerade wenn sie im englischsprachigen Raum ist, entsprechend monetarisieren kannst oder dafür sogar extra Accounts erstellen kannst und darüber alles vermarkten. Ist aktuell gerade ein Trendthema, ein wichtiges Thema, deswegen können solche kleinen Mini-Kredite ja vielen Menschen helfen und dadurch rentiert sich auch oft diese Kampagnen. Allgemein gilt im Finanzbereich, Finanzsektor, ist es immer so, dass viel bezahlt wird, muss man auch ganz ehrlich sagen. Dennoch ist 260 Euro pro Lead schon echt sehr, sehr hoch und ja, deswegen auch sehr, sehr rentabel für dich als Affiliate. Also schau dir die Plattform einfach mal an, du findest den Link unter dem Video und kannst einmal ausprobieren und schauen, wie das Ganze bei dir funktioniert, weil die Templates, die du hier bekommst, die Creatives, schaut echt gut aus, du kannst hier mehrere Kampagnen anlegen, du hast eine ganze Liste, kannst alles anschauen, ja, hier zum Beispiel ist es heute für SEOs angelegt, wo man direkt auf die Website drauf tut, dann wird auch darüber getrackt, wie viel wurde in diese Kampagne denn direkt verdient, also auch ziemlich, ziemlich cool, dass alles schön getrackt wird, alles sauber, clean ist, von daher eine gute Möglichkeit, ein weiteres geheimes Partnerprogramm, wie ich meine, weil das ist so im deutschsprachigen Raum noch nicht so stark bekannt. Klar ist auch der englischsprachige Raum als Ziel, das macht aber nichts, weil du kannst das auch mit deiner Seite, falls sie multilingual ist, auch entsprechend dort integrieren und verlinken und damit natürlich dann auch Geld verdienen.